Was hast du aus der Corona-Krise gelernt? Wenn die letzten Monate eins gezeigt haben, dann, dass wir Menschen brauchen, die aufeinander schauen. Pflegerinnen und Pfleger, engagierte Lehrer und Lehrerinnen, genauso wie Zivildiener. Das sind alles Menschen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten und ohne die wir ziemlich aufgeschmissen wären. Und viele Männer sind da schon richtig gut dabei. Der Nachbarin beim Einkaufen helfen, auf die Kinder aufpassen oder einen kranken Menschen pflegen. Doch was es noch zusätzlich braucht, sind Männer, die genau das zu ihrem Beruf machen. Wir bei Men in Care and Education glauben, dass wir alle etwas verlieren, wenn wir jungen Männern nicht zeigen können, wie wertvoll und spannend diese Arbeit ist. Wir haben doch alle noch viel zu viel Vorurteile in unserem Kopf. Frauen machen das Soziale und Männer die Technik? Blödsinn. Was zwischen deinen Beinen ist, sollte nicht darüber entscheiden, was du mal als Beruf machst. Ich bin Philipp und ich arbeite mit sozial benachteiligten Jugendlichen. Und ich finde meinen Job so spannend und bereichernd, dass ich auch andere dafür begeistern möchte. Aber das kann ich nicht alleine. Wir brauchen andere Männer, die von ihrem Beruf, ihrem Zivildienst oder Studium erzählen und uns davon berichten, wie sie das Leben für andere Menschen besser machen können. Und genau das ist unsere Mission. Wir entwickeln und halten Workshops für junge Männer. Wir zeigen, welche Ausbildungen und Jobs es in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Erziehung gibt. Wir bereiten Infos auf und wir vernetzen die richtigen Leute. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir brauchen mehr Helden. Helden, die aufeinander schauen und füreinander da sind. Wir von Men in Care and Education unterstützen dabei und zeigen, was wir gemeinsam alles schaffen können.